Hallo und herzlich willkommen auf dem 39. Filmfest München. Es ist tatsächlich wahr, wir können wieder so richtig in echt mit euch in den Kinos feiern und wir freuen uns auf die Begegnungen mit den FilmemacherInnen aus der ganzen Welt und natürlich mit euch, unserem Publikum. Ich freue mich, dass wir mal wieder so alle zusammenkommen können in einem großen Saal. Wir haben uns ja mehrmals neu erfinden müssen. Während der Pandemie haben wir Autokino gemacht. Letztes Jahr hatten wir noch sehr wenige Filme. Jetzt sind es schon wieder 120. Und Kinos haben wieder offen und die sollen wieder bumpelvoll werden. Also mir hat das Kinoerlebnis extrem gefehlt und insofern ist mir das ein Fest, auch sozusagen privat jetzt wieder ins Kino zu gehen, aber natürlich auch jetzt die Möglichkeit zu haben, einen neuen Film wirklich im Kino zu präsentieren und vor einem großen Publikum. Das ist dieses gemeinsame Erlebnis, das man in einem Kinosaal hat mit so vielen Leuten, die man auch nicht kennt, aber dass man gemeinsam das erlebt, das ist für mich eigentlich der Grund, warum ich das machen will. Für mich fängt der Film dann an zu leben, in dem Moment, wo er auch den Zuschauer trifft. Also in dem Moment, wo ein Film, der ein Werk ist und ein Kunstwerk von mir aus und ein Wagnis, alles Mögliche, aber in dem Moment, wo er auf den Zuschauer trifft und es um das Zusammenleben geht, wo der Film uns daran erinnert, dass wir nicht alleine sind in unserem Leid, dass es andere gibt, die so denken wie wir, dass es Liebe gibt, da wird Kino für mich überhaupt erst interessant und wichtig. Ich wünsche dem Filmfest 22 einen in jeder Hinsicht und auch für alle erfolgreichen Verlauf. Uns wünsche ich jetzt dann einen starken Film, einen unvergesslichen Sommerabend, denn das haben wir alle viel zu lange vermisst.